Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Punch Club. Wir befinden uns jetzt hier gerade noch bei der Arbeit, müssen jetzt aber nach Hause mal wieder ein bisschen regenerieren. Wir gucken aber vorher noch beim Supermarkt vorbei und holen uns hier noch ein paar Steaks. Es ist schön, dass du keine Bösewichte hier gefunden hast jetzt heute. Gehen auf 7, gehen auf... Mein Kühlschrank ist voll. Okay, also das heißt, ab 7 ist es voll. Das ist schon mal gut zu wissen. Gehen jetzt hier hin, nach Hause. Sehen wir eigentlich hier ein Blümchen? Ne, wir sehen hier kein Blümchen. Das ist schon mal gut. Wir essen ein Steak. Nom, 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 nom. Und pennen erstmal. Wir brauchen Energie, Leute. Energie ist halt super, super wichtig. Sonst können wir nichts machen. Und das wäre sehr, sehr schade. Ja, wir werden den nächsten Tag, auf jeden Fall in den nächsten Tag reinschlafen, ehrlich gesagt. Wenn es uns gelingt, das weiß ich tatsächlich nicht. Wir kriegen echt viel Energie gerade. Das freut mich. Damit können wir uns halt echt komplett voll heilen mit einem Steak, das wir uns halt reinpfeifen. Wir essen jetzt noch ein Steak. Na, hätte ich mal gesagt, wir gehen mal und machen jetzt... Ach, lol, da ist ja auch noch eine Blume. Ups. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen in der Stadt um, hätte ich gesagt. Kaffee. Noch eine Blume. Hier ist leider keine Blume. Das heißt, wir gehen mal nochmal zur Bar. Ja, nee, mal gesagt, rede ich hier mit Tyler und sage, teste mein Können. Ah, Leute, das ist ja auch nochmal. Wir kämpfen gegen Klaus. Der gute Klaus, Leute. Der ist 335. Wir sind 163. Oh mein Gott, wir sind gerade 163. Ihr. Ist halt nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich meine, Klaus könnte uns hier schon platt machen. Leute, die erste Regel des Fight Clubs. Aber es ist halt schon cool irgendwie, dass sie das eingebaut haben, so als Gimmick mehr oder weniger. Es passt halt auch echt gut. Ich glaube, wir gewinnen, wenn wir unsere Spiele gewinnen, also unsere Kämpfe möchte ich nicht unsere Spiele, unsere Kämpfe gewinnen natürlich, geht es halt meistens über den Energie-Win. Das heißt also, dass der Gegner halt irgendwann mal echt wenig Energie hat und wir halt dadurch halt punkten, wenn ich ehrlich bin. Alter, da war eine schöne Combo. Sehr gut, er hat nur noch 9 Energie, das heißt, wir können das ausnutzen. Komm, warte. Push seine Energierunde. Da kommt der Dodge und da kommt der 10er-Hit. Er hat halt trotzdem mehr Leben, der gute Klaus. Man kann einfach nichts sagen. Also, Leben ist halt echt eine wichtige Sache. Und wir müssen die auch echt mal wieder regenerieren. Komm, noch einmal umnocken, komm. Jawohl, da haben wir noch einmal umgenockt. Das heißt also, er geht jetzt hier auf 32. Wir gehen in Runde 2, 27 gegen 51 Health. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Wenn er eine ordentliche Combo landet, ist es halt trotzdem immer noch problematisch, wenn wir ehrlich sind. Da kommt noch ein 4er-Hit raus, 19 Leben noch zu 51, hat uns bis jetzt kein einziges Mal getroffen. Jetzt habe ich es aber gejinxt wahrscheinlich und der wird uns treffen. Ja, genau, da kommt der erste Hit schon rein. Er spart sich jetzt hier gerade seine Energie, geht wieder auf 36 hoch. Er hat halt auch Ausweichen mit drin, Blocken. Er hat halt sehr, sehr viel tatsächlich mit drin. Ich denke tatsächlich, dass wir hier wirklich darauf versuchen müssen, ordentlich zu boosten immer weiter. Wir brauchen halt jetzt bald die neuen Talente und vor allen Dingen halt, dass unsere Ausdauer nicht mehr immer so weit runtergehen, dass wir die nicht immer wieder trainieren müssen, weil das halt ultra, ultra ätzend ist. Wir haben gewonnen, Runde 5. Er surrendert hier an dieser Stelle. Wir kriegen vier Dinge dazu. Ne, wir möchten jetzt unser Können nicht nochmal testen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir hier machen können. Wir gehen mal zu Mick. Guck mal, ob der die Blume vielleicht hat. Ja, tatsächlich, da ist die Blume. Das heißt also, wir können jetzt zu unserer vielleicht baldigen Freundin hier gehen und sagen, hey, Schnuggi, Adrian, das müssten genug Blumen für Adriana sein. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, das ist wirklich toll. Ich glaube, mein Bruder hat viel Wahrheit über dich erzählt. Ach ja, denkst du das? Ja, wir sollten öfters mal was zusammen unternehmen. Ah, du bist verliebt und brauchst nicht viel, du brauchst aber wenig, was? Du brauchst nicht viel, du verbrauchst weniger Energie beim Training und weniger Essen? Nice! Plaudern. Ah, das bringt uns Spaß. Okay, aufhören mit Plaudern. Wir brauchen Energie. Wann ist die nächste Liga? Morgen. Anmeldebeginn ist morgen. Wir arbeiten. Wir arbeiten erstmal ein bisschen noch. Wir brauchen ein bisschen Kohle. Starten.
Außerdem bringt es, regenerieren wir uns damit auch ein bisschen Leben und das ist halt auch eine ganz wichtige Sache. Wir werden dann jetzt hier ordentlich mal rackern. 200, ja, jetzt melden wir uns hier endlich mal an. Stopp. Anmelden. Weiterarbeiten. Arbeit, Arbeit. 273, das ist halt echt nicht schlecht. Wir sind aber halt nicht mehr happy, so wirklich. Stopp, das reicht. 323. Wir gehen zu den... Hey, du Held, vielleicht wäre es besser, es deine Werte mit dem Fitnessstudio zu verbessern, bevor du dein Fitnessstudio zu Hause einrichtest. Es gibt Typen auf der Straße durch die Träne. Komm, hol es dir. Wir sind immer noch nicht schlecht. Oh mein Gott, er ist aber um so viel besser. Fuck. Aber wir werden aufs Maul kriegen. Oh Gott, damn it. Ich hoffe tatsächlich, dass unsere Skills hier, dass uns über unseren Energieplay vielleicht wieder das bringt. Please. Die Energieplays sind ja halt einfach so wichtig. Es war ein Kampf, den ich wahrscheinlich nicht hätte eingehen sollen. Ich hätte wahrscheinlich wegrennen sollen. Guckt euch das einfach mal an, wie er uns halt einfach plättet. Ich meine, er hat halt echt hohe Werte. Dafür, dass es so ein Lauch war. Ich habe eigentlich ehrlich gedacht, er ist halt so ein Lauch. Er hat nicht viel. Aber da habe ich mich halt mächtig getäuscht, Leute. Da habe ich mich halt richtig mächtig getäuscht, einfach nur. Und er hat halt auch echt viele, viele Vorteile, einfach nur. Er hat sogar den Super-Ausweicher inzwischen schon, was halt wirklich krass ist. Weil mit dem Super-Ausweicher kann man halt echt viel machen. Und wenn ich den halt auch irgendwann mal habe, bin ich echt froh. Okay, wir dodgen hier trotzdem immer noch relativ gut. Er hat seine Energie tatsächlich jetzt mal unten. Kommt schon. Dude, die Energie ist gerade low. Mach ihn platt. Okay, er hittet uns hier. 14er Hit. Nice, er hat noch 12 Leben, Leute. 8 Leben, komm. 8 Damage, noch 4 Damage. Jawohl, wir haben ihn besiegt, Leute. Bam, und das so underpowered tatsächlich. Den Huey. Und das ist sowas, du solltest vorsichtig sein, wenn du mit so viel Geld mit dir rumträgst. Alter, und das mit so... Und das mit so wenig Leben haben wir das gesagt. Vielleicht sollten wir dann wirklich mit dem Bus fahren. Ich weiß zwar noch nicht ganz, was der Vorteil am Busfahren ist, wenn ich ehrlich bin. Ich tendiere aber dazu mal zu sagen, dass es halt einfach ist, dass man da nicht überfallen werden kann. Weil im Bus überfallen werden wäre halt schon ein bisschen seltsam, wenn wir mal ehrlich sind. Eieiei. So, okay. Damit sind wir full energy, können uns jetzt noch was reinsnacken, damit gehen wir auch wieder auf volles Leben. Oh komm, wir snacken uns gleich noch eins an. Wie sieht denn das jetzt momentan aus? Morgen ist der nächste Kampf, das heißt also, wir können jetzt sehr, sehr gut trainieren gehen. Wir haben halt 300 Tacken inzwischen zu Fuß. Besonders stark aus, dankeschön. Gehen wieder auf 3 Fleisch. Gehen ins Fitnessstudio, gehen trainieren und können dann jetzt nächsten Tag hier ordentlich dann ins Turnier reinstarten. Und zusätzlich haben wir hier Training verbraucht noch weniger Sachen. Das ist halt echt auch eine coole Sache. Tja, Leute, was nicht verliebt sein so alles bringt, gell? Also wäre halt echt lustig, wenn man halt so sich verguckt hat in jemanden und deswegen halt krasser am Trainieren ist oder sowas. Ja. Halt schon lustig irgendwie. Okay, schauen wir mal weiter. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Und zwar, wie viel brauchen wir für den Dauerläufer? 4 und wie viele Punkte? 14. Oh, wir haben einen Punkt zu wenig. Nein, du trainierst schon weiter. Wir haben genau einen Punkt zu wenig. Und heute ist das Turnier. Das heißt also, wir müssen unsere Ausdauer auf jeden Fall noch hoch... Ah, Alter, wir werden das nicht schaffen, Leute. Wir werden das auf jeden Fall nicht schaffen. Ich meine, unsere Ausdauer kriegen wir schon hoch. Das ist klar. Aber dann hier sowas, das Ding halt noch geboostet sein muss. Wir brauchen halt noch auf jeden Fall ein bisschen mehr Kraft und auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Geschick.
Ich glaube, es wird halt einfach so viel besser werden, wenn wir unsere Ausdauer nicht immer unter 4 verlieren, Leute. Dann können wir halt einfach so viel mehr machen. Ah, ich glaube nicht, dass es noch reicht, wenn ich ehrlich bin mit dem Geschick. Es wird zu knapp. Ah, es wird zu knapp. Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen aufs Ding und machen dann jetzt... Nein, ich kann nicht klicken. Oh Gott sei Dank. Alter, wie knapp das wieder war. Ach komm, schon wieder gegen dich? Oh Mann. Das ist halt nicht cool, immer gegen den zu kämpfen. Der ist ultra stark einfach nur. Dadurch, dass er halt dieses Blitzding hat, das ist halt einfach krass. Und wir verlieren dadurch eigentlich eher mehr, als dass wir dadurch gewinnen. Ich meine, wir gewinnen natürlich an Erfahrung durch den Kampf und das ist auch das, was wir wollen, weil wir dann im nächsten Ding unsere Ausdauer halt wieder weiter buffen können. Ich hoffe also, dass wir hier auf jeden Fall ein Ding rauskriegen, einen zusätzlichen Punkt, also so ein Coin oder wie auch immer das hier bezeichnet wird. Trotzdem stehen wir jetzt momentan schon ein bisschen, ich hätte nichts sagen dürfen, schon ein bisschen besser da als vorhin. Aber seine Hits sind halt ultimativ stark. Er ist halt wirklich ein bisschen ein Allrounder und kann halt damit wirklich viel anfangen. Wir bringen ihn jetzt hier mit seinen Punkten unter die Grenze, Alter. 27er Combo, er tötet uns halt hier einfach direkt mit 3 Hits, macht er uns halt einfach mal Lowlife, das ist halt ultra krass. Aber wir haben es geschafft, wir haben ihn die Hälfte runtergeboxt inzwischen schon. Komm, knock ihn einmal aus. Ein ausknocken, komm. Oh, wir haben nur noch 6 Leben, oh Gott. Haben wir nur noch 6 Leben und damit sollte das eigentlich GG sein für ihn. Er muss einen Hit treffen und wir haben verloren. Schade, aber haben wir jetzt schon mehr als die Hälfte, wir kriegen 7 Punkte tatsächlich. Also gegen ihn zu kämpfen bringt halt auch actually wirklich viel. Das heißt also, wir gehen jetzt hier auf den Dauerläufer. Damit sinkt unsere Ausdauer nicht mehr unter 4. Und das ist halt wirklich, wirklich gut. Das ist der Buff also hierfür. Okay. Gut, das heißt also, unsere Ausdauer sinkt jetzt schon mal nicht mehr unter 4. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Wir melden uns natürlich direkt an. Wir gehen jetzt was essen und dann arbeiten, glaube ich, tatsächlich. Was essen und dann gehen wir arbeiten, weil... Jetzt pass auf, Leute, unsere Ausdauer sinkt nicht mehr unter 4. Das heißt also, wir haben die hohe Chance... dass wenn wir zum nächsten Kampf auftauchen, dass wir da auf andere Sachen mehr trainieren können. Zum Beispiel mehr auf unsere Ausdauer und sowas, auf unsere Geschicklichkeit und sowas. Und wir können uns zusätzlich noch ein neues Item jetzt kaufen, dann gleich im nächsten Tag. So, jetzt zum Beispiel. Bin zu müde, okay. Wir gehen mal in den Shop, haben 333 Tacken dabei, das hat schon viel. Okay, was kannst du uns anbieten? Was brauchen wir auf jeden Fall? Ich möchte das hier tatsächlich kaufen. Das kostet 250. Dann gehen wir nach Hause und essen was. Und schlafen erstmal. So, wenn wir das dann gemacht haben, hätte ich mal gesagt, trainieren wir ein bisschen. Wir verbessern uns jetzt immer weiter, Leute. Dadurch, dass die Ausdauer halt nicht mehr unter 4 sinken kann, ist es halt übel insane. Wir können damit halt so viel jetzt machen dann bald. So. Okay, it's time. Wir müssen halt jetzt auch nicht mehr die 10 Tacken pro Ding zahlen. Jetzt gucken wir mal, wie das die Stats gibt. Müssen wir mal schauen. Geschicklichkeit, Kraft. Kraft, Ausdauer. Ne, wir trainieren erstmal hier noch ein bisschen. Ich glaube, der Punching Ball ist mit die wichtigste Sache, die wir momentan haben. Aber wir haben Hunger. Ja, wir gehen gleich was essen. Da machen wir noch ein paar Liegestützen. Liegestütze. Sekunde. Ja, wir gehen essen. Schnell was reinsnacken hier. Wieder in die Garage. Und dann machen wir ein paar...
von denen hier, dass wir unsere Kraft auf jeden Fall pumpen. Alles klar, mit einer Hand natürlich. Easy going. Wie macht man es auch sonst? Das weiß ich gar nicht, ob ich das inzwischen schaffe. Also im Real Life jetzt, meine ich. Ich glaube, das ist halt schon ziemlich krass, wenn wir mal ehrlich sind. Wir kriegen das noch hoch auf 7, Leute. Das ist super gut. Damit sind wir halt von unseren Stats her echt optimal schon fast. Okay, noch hier ein paar Griffe üben. Das Essen nimmt halt immer mehr ab. Wir sind auch nicht mehr verliebt gerade momentan. Und ehrlich mal gesagt, it's time to fight. Und wir kämpfen dieses Mal gegen Salvador Panches. Und das ist tatsächlich jemand, gegen den wir noch nie gekämpft haben. Der ist 295. Der ist uns halt übel überlegen, möchte ich mal sagen. Und hat auch Technik, hat, was haben wir eigentlich mit drin? Wir haben gar nichts drin, gell? Er hat hier Techniker, er hat hier, Kick-Dropper und kontrollierte Wut. Alter, das kontrollierte Wut ist halt krass. Wir müssen wieder auf Energie gehen. Wir müssen halt wieder auf Energie gehen. Seine Kicks machen halt zusätzlichen Damage und er geht halt tatsächlich auch nur auf Kicks, wie wir sehen. Er hat den Flip-Kick und auch noch zusätzlich den Roundhouse-Trick. Alter, den Roundhouse-Kick. Nice. Und er hat halt auch noch zusätzlich das starke Ausweichen. Ich glaube tatsächlich, dass er und der... Yo, alles klar. Easy going. Hat er uns gerade mal kurz hier 36 Schaden gemacht? Alles klar. GG. Never mind, Alter. Was war das für ein Kampf, hey? Was für ein Tier? Was für ein Tier? Wir gehen schnell nach Hause. Einfach, dass wir was essen. Und morgen uns ein bisschen Geld verdienen, tatsächlich. Essen, ein bisschen schlafen. Und morgen gehen wir dann in den anderen Fight Club mit rein. Wir generieren noch ein bisschen Leben. Gehen dann ganz schnell hier in das andere Ding. Leben ist halt echt wichtig auch. Machen jetzt hier kurz ein bisschen an dem... Dass wir unsere zwei Attribute hier, unsere Main-Attribute sind ja die hier. Dass wir auf jeden Fall das gesteigert kriegen. Das ist halt übel gut einfach, dass wir das jetzt zu Hause haben und damit jetzt schon halt anfangen können. So, wir gehen jetzt hier in den... Oh, Roy Jackson kämpft hier auch mit. Roy, was machst du da? Was würde deine Schwester dazu sagen? Ich finde es halt eigentlich übel lustig, dass wir eigentlich unseren besten Kumpel hier verprügeln. Ich meine, klar... Vielleicht hat er es verdient und so. Alter, sein Schläge. Der ist halt ein Kraftpaket, Leute. Der geht halt voll auf die Kraft. Aber sobald er halt die Energie mal weg hat, nice. Gute Hits. Oh, gute Hits. Oh, das tat aber auch weh. Sobald er halt seine Kraft einfach mal weg hat, können wir da halt... Oh, Alter, ein 18er Kombo einfach mit zwei Hits. Kriegen wir niemals hin. So, jetzt komm. Oh, er hat die Generation jetzt auch mit drin. Okay. Das heißt, wir müssen ihn also hier jetzt hart fokussen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir den Kampf verlieren werden. Das heißt, wir werden uns hier ein bisschen stärker verletzen, vermutlich. Gegen Roy. Roy, wie kannst du sowas nur machen? Was würde deine Schwester dazu sagen, wenn du ihren zukünftigen Freund verprügelst? 24, das ist stark gewesen. Nice, und weiter geht's. Jawohl, gute Hits hier setzen. Er lässt sich gerade Zeit, versucht hier natürlich auch seine Energie zu regenerieren. Was ihm auch nicht so schlecht gelingt, möchte ich einfach mal sagen. Das Problem ist halt, dass er halt einfach mit einer Zweier-Kombo uns theoretisch töten kann. Also was ist töten? Oh mein Gott, das hat wieder schmerzhaft, Leute. Oh, das war halt wieder echt schmerzhaft. Der generiert und wir verlieren gegen ihn. Ah, 60 Leben haben wir einfach verloren. Du wurdest verletzt, du brauchst etwas Ruhe. Ach komm, echt, wir wurden so kaputt gemacht wieder. Bullshit. Ja, wir gehen was essen. Das hat jetzt semi-optimal gelaufen tatsächlich. Dann gehen wir hier noch schnell zum Supermarkt, kaufen uns zwei Steaks an dieser Stelle. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass wir ihn besiegen können. Na komm, nehmen wir gleich 4 mit, wenn wir schon da sind. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Da habe ich mich wohl hart getäuscht. Kraft ist halt wirklich, wirklich auch insane manchmal. Dass du halt so harte Hits machen kannst, dass du einfach direkt 17 Damage pro... Quatsch, doch 17 Damage oder sowas pro Hit raushauen kannst, ist halt wirklich stark. So, wann ist der nächste Kampf? Morgen, gell? Das heißt, wir bereiten uns jetzt hier ein bisschen drauf vor, indem wir versuchen hier
Geld anzusparen, können jetzt hier eigentlich an dieser Stelle schon aufhören, gehen nach Hause. Werden dann zu Hause uns hier kurz... Ne, wir brauchen eigentlich uns gar keinen Steak reinfallen. Wir legen uns einfach hin. Heute ist der Kampf, Leute. Heute ist der Kampf der Kämpfe. Wir müssen halt jetzt momentan echt viel kämpfen, einfach dass wir an Power dazu kriegen. So, Nahrung noch ein bisschen. Das heißt also, wir kriegen Leben. Und jetzt müssen wir trainieren. Ich weiß nicht mal, ob wir das schaffen, noch in der Hälfte vom Tag hier unsere Kraft und unsere Geschicklichkeit wieder auf den Stand zu kriegen, wie wir sie haben wollen. Es wird echt knapp werden. Es wird richtig knapp werden. Obwohl, Kraft sieht schon ganz gut aus, muss ich sagen. Das werden wir auf jeden Fall noch schaffen. Ja, wir gehen mal hier an den Punch. Aber wir kriegen halt durch... durch das hier halt sind wir halt schlechter, weil unser Training halt weniger bringt dadurch. Aber auch nur noch 2 Tage. Noch ein paar Liegestütze hier. Und wir gehen in den Kampf. Wir sind halt nur noch Vierter. 366, 164. Boah, es ist bad einfach nur. Wir sind halt gerade echt nicht auf der Höhe, Leute. Wir sind halt gerade echt nicht auf der Höhe unserer Karriere. Ich glaube, der Kampf hier in dieser Halle hat uns ein bisschen geschwächt. Wir dodgen aber hier trotzdem recht gut. Und das, obwohl er relativ starke Schläge hat, muss man ja einfach mal sagen. Der 8er-Kombo ist schön. Er macht halt mit einem Tritt einfach 6. Das Gute ist halt wirklich, dass unsere Ausdauer nicht mehr weitergeht. Dieser Skillpunkt war echt gut investiert, möchte ich mal behaupten. Wenn wir es jetzt noch schaffen, dass wir unsere Geschicklichkeit nicht weiter runterbringen, wäre das halt echt stark. Na, gute Hits auf jeden Fall. Könnten wir sogar gewinnen, den Kampf, wenn wir ehrlich sind. Die Runde 1 ist aber jetzt vorbei. Er kriegt jetzt wieder ein bisschen Ding dazu. Hat Dodging jetzt auch mit drin. Hat den Gegenreaktionsschlag. Das heißt also, wir kriegen immer einen Damage, wenn wir ihn hitten. Weil er uns halt einfach so einen kleinen Hit noch mitgibt. Das ist auch eine echt gute Fähigkeit. Und ich glaube wirklich, dass man die echt gut einsetzen kann. Gerade wenn man auch so ein bisschen Geschicklichkeitsdude ist. Es ist ja gerade auf Geschicklichkeit gedrillt tatsächlich. Wir machen ihm echt gut Schaden hier. Gerade vor allen Dingen, weil wir halt seine Energie immer ausnutzen und ihm dieses Energiepotenzial halt einfach immer wegnehmen. Obwohl er eigentlich plus Ausweichen hat. Also das ist eigentlich schon gut, was wir hier anstellen. Er gibt uns einen 7er-Hit hier mit. Das ist aber sehr, sehr gefährlich, weil wir ihn halt damit einfach dann ausnocken können. Haben tatsächlich nicht so viel Leben verloren, wie ich jetzt eigentlich gedacht habe. Das ist auf jeden Fall gut. Kriegen 8 Punkte dazu und 20 Tacken nochmal. So, was wollen wir jetzt auf jeden Fall machen? Wir wollen... Was brauche ich hier für 3? Es wäre halt schon stark, wenn wir das hinkriegen könnten, dass wir das auf 3 boosten. Weil wenn wir das auf 3 boosten, können wir halt Dinge einsetzen. Ich melde mich noch schnell an. Können wir halt unsere Kraft weiter boosten. Und das wäre halt wirklich, wirklich gut. Aber ich glaube, das schaffen wir einfach nicht von den Stats her, weil wir hier zu wenig den kriegen. Ne, wir gehen nicht in den Fight Club da. Nein, weitermachen. Nicht aufhören. Push it. Push it, push it. Okay. Schaffen wir das wirklich auf 3? Weil dann könnten wir halt echt uns einen Vorteil generieren damit. Brauchen wahrscheinlich was zu essen zwischendrin. Und auch wenn es jetzt momentan so aussieht, als ob wir jetzt hier gerade uns ein paar Nachteile verschaffen werden. Ja, das Essen ist jetzt so teuer. Wir gehen ganz kurz zurück nach Hause. Snacken uns hier ein paar Steaks rein. 2 Stück. Und gehen dann wieder trainieren. Auch wenn es jetzt aussieht, dass wir uns über Geschicklichkeit hier gerade ein paar Nachteile, in der Geschicklichkeit ein paar Nachteile verschaffen, ist es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil wenn wir halt wirklich dauerhaft die Stärke auf 4 boosten, haben wir halt wirklich da ein Allround-Paket mit drin, das halt echt gut ist, Leute. Das halt wirklich, wirklich gut ist. So, damit sind wir auf 3. Jetzt gehen wir hier auf Geschicklichkeit und sagen, hey, Skilltree, wir hätten gerne unser... den Kinnhaken. Können wir als nächstes Muskelgedächtnis kriegen. Und wenn wir das dann haben, das heißt also, wir müssen auf jeden Fall jetzt noch ein paar Kämpfe gewinnen. Wenn wir Muskelgedächtnis haben, ist es halt super, super, super strong. Jetzt lassen wir noch ein bisschen am Punching Ball hier weitermachen.
Ist morgen schon der Kampf? Ne, in 2 Tagen erst. Weitermachen, bitte. Das heißt also, wir können uns jetzt hier ein bisschen aufs Training verlassen. Gehen vielleicht morgen nochmal arbeiten oder sowas. Das ist auch auf jeden Fall keine schlechte Sache hier. Und dann gucken wir halt, wenn wir jetzt im nächsten Kampf... Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn für den nächsten Skill? 16. Das werden wir auf jeden Fall nicht mit einem Kampf schaffen, denke ich mal. Dann könnten wir ja sagen, danach pumpen wir auf jeden Fall mal unsere Stärke hoch, dass wir die dauerhaft auf 4 kriegen, dass die nicht immer wieder unter 4 sinkt. Und dann schauen wir einfach mal weiter, wie wir da weitermachen werden. Weil gerade dann sind wir halt auch ein bisschen mehr in das Allroundige rein und das ist halt wirklich, wirklich gut. Okay, dann hätte ich mal gesagt, es wird Zeit, noch ein bisschen zu arbeiten. Einfach um noch ein bisschen Geld in die Tasche einzubringen. Und wenn wir das dann geschafft haben, können wir ja mal weitersehen. Okay, wir haben keine Energie mehr, sind aber bei 173. Und morgen ist das Ganze, gell? Morgen ist der Fight. Nice. Das heißt also, wie es weitergeht, sehen wir dann morgen. Ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.